Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit dem wöchentlichen Reset. Ein paar Infos, nicht allzu viel, aber ein bisschen. Zudem guckt auch in die Beschreibung, da müsste ich eigentlich alle weiteren Sachen auch reinposten. So, jetzt haben wir neue Meilensteine, wie jede Woche werden die resettet. Ruf zu den Waffen, lange Ruhm, indem du an schmerzigen Matches teilnimmst. Einfach ungefähr 10 schmerzige Matches machen, dann bekommt ihr gute Ausrüstung. Dann habt ihr kleine EP hier unten, verdiene kleine EP in Strikes, Raids, im Schmerzige sowie Weltaktivitäten. Ja, alles was ihr macht, gibt kleine EP dementsprechend auch machen, gibt auch mächtige Ausrüstung, also auch gutes Power-Level dann. Dann Flashpoint auf dem Titan diesmal, das ist auch ziemlich easy. Wie gesagt, gibt es zwei Events auf dem Titan. Einmal hier ist ein Läufer, dann hier unten sind Hexen und hier ist nochmal ein Läufer, also zweimal Läufer und einmal Hexen oder halt ein Ritter. Das könnt ihr schnell erledigen. Ich bin leider gerade bei 93%, also ihr müsst mindestens, ich habe jetzt drei Flashpoints, also drei Events gespielt öffentlich, dreimal heroisch und ich habe 93%, also müsst ihr viermal den Flashpoint machen, beziehungsweise viermal öffentliche Events machen. Leider. So, dann haben wir die Dämmerung, schieße den wöchentlichen Dämmerungsstrike ab. Ja, das wird diese Woche wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, weil, ich zeige es kurz, wir haben nämlich Dämmerung Exodus Absturz, da ist zum Schluss nämlich der tolle Gefallene, der sich immer unsichtbar macht und da geht die Zeit ganz schnell weg. Ja, aktives Reibung, Prisma und Zeitschleife Anomalien. Weitere Infos, wie gesagt, in der Beschreibung. Aber das wird auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend und nicht einfach. Da müsst ihr auf jeden Fall ordentlich im Team arbeiten, weil, wie gesagt, er macht sich immer unsichtbar, der Halunke, und verschwindet dann und dann muss man wieder suchen, wo der ist. Hinkommen tun wir, glaube ich, ganz einfach, aber das zum Ende hin, den zu legen, wird ein bisschen anstrengend. Also auf jeden Fall hohes Lichtlevel, wollte ich gerade sagen. Hohes Powerlevel haben. Ja, sonst ist komischerweise die Raid-Meilenstein irgendwie nicht da und nicht aktiv. Das kommt wahrscheinlich erst wieder. Und ja, Prüfung der 9 habe ich auch noch nicht gemacht. Kommt noch alles. Und zudem sei gesagt, wenn ihr den Loot abholt, ruft zu den Waffen, ne? Dann macht es auf jeden Fall so, dass ihr alles nacheinander abholt. Also erst die eine Sache abholt, die Sachen in eure Rüstung reinsetzen, damit euer Power-Level hochgeht. Dann holt ihr die nächsten Sachen ab beim nächsten Charakter und dann packt ihr die Sachen wieder rein, sodass ihr euer Power-Level immer wieder hochholt. Weil dadurch habt ihr vielleicht auch Glück, dass eventuell eure, hier, wie meine jetzt, meine exotischen Engramme, eventuell ein höheres Lichtlevel bekommen. Ich sag mal Lichtlevel, ist auch egal. Power-Level bekommen, damit ihr nicht 293 kriegt, sondern irgendwie 295. Ich bin der Meinung, das ist immer noch dran gekoppelt. Also, alles nacheinander abgeben, die wöchentlichen Aktivitäten und dann schön euer Power-Level hochboosten und dann läuft es auch. Ich kann auch kurz mal meinen Char zeigen, wie gesagt, viel ist nicht passiert. Wie gesagt, das Problem ist, mit einem Char läuft ja gar nichts. Ich habe schon den zweiten angefangen, weil, wie gesagt, wenn ihr die Meilensteine erledigt habt, also alles einmal so Raid gespielt habt, die ganzen Meilensteine erledigt habt mit dem einen Char, ist das sozusagen durch, dann könnt ihr nichts mehr machen. Also für Hardcore-Zocker eigentlich ziemlich blöd und wenn ihr nur einen Char habt, auch ziemlich blöd. Also müsst ihr zweiten Char irgendwann anfangen, weil sonst habt ihr nichts mehr zu tun. Sonst eiert ihr nur auf der Welt rum, farmt exotische Ausrüstungsgegenstände durch die öffentlichen Events oder durch Schmelzsiege und das war's. Und die droppen halt sehr selten exotische Engramme. Ungefähr, sag ich mal, 10 öffentliche Events und 10 schmelzige Matches, dann kommt eventuell ein exotisches Engramm oder legendäres Engramm. Also bringt es nicht allzu viel. Also müsst ihr echt viel spielen und ich habe halt einen zweiten Char angefangen. Ich kann mal kurz einmal so lang gehen, was ich so habe. Vielleicht interessiert es ja jemanden. Aber wie gesagt, ich hänge im Moment immer wieder fest, weil ich nur einen Char habe. Und ich kriege halt kein höheres Power-Level rein. Und jetzt mit den Meilensteinen geht es einigermaßen. Dementsprechend spielt auf jeden Fall die Meilensteine durch. Holt euer Power-Level nach oben und dann geht's weiter. Danke fürs Zusehen und Zuhören. Wie gesagt, guckt noch in die Beschreibung. Ich muss jetzt leider los. Bis dann. Tschüss.